Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Ja, wir haben es gemerkt, es sind schwierige Zeiten, in denen wir als Gemeinden unsere Gottesdienste feiern müssen. Gewiss wären es in München bei der Beerdigung und auch jetzt im Requiem noch die ein oder anderen mehr gewesen, die auch gerne teilgenommen hätten und um Pater Bernd getraut haben. Ich danke Ihnen im Namen der Mitbrüder der Salvatorianer, im Namen der Verantwortlichen in der Gemeinde, dass Sie heute und jetzt Ihre Trauer zum Ausdruck bringen und unsere Trauer teilen. Pater Bernd war ein Seelsorger mit Leib und Seele. Bringen wir ihn, sein ganzes Leben, und bringen wir uns mit unserer Traurigkeit und mit unserer Erschütterung über diesen plötzlichen Tod vor den Herrgott und bitten wir ihn um sein Erbarmen. Bedingungsloses Gottvertrauen, grenzenlose Hoffnung legt uns die große Heilige ans Herz. Ich muss freilich bekennen, dieses grenzenlose Gottvertrauen, die Gelassenheit und die Hoffnung haben uns an diesem Morgen gefehlt. Ich muss bekennen, wir sind erschrocken, als wir von der Erkrankung von Pater Bernd gehört haben. Wir haben gebannt und gehofft, als es danach ausgesehen hat, dass es ihm wieder besser ginge. Und wir waren verwirrt und erschüttert, als wir von seiner todbringenden Erkrankung und seinem Sterben gehört haben. Oh, wenn das doch so einfach wäre, sich immer ganz fest an Gott festzuhalten, ganz fest an auf Gott zu vertrauen. Oh, wenn man das auch immer glauben könnte, dass Gott allein genügt. Wir spüren den Schmerz und den Zweifel über Tod und Vergänglichkeit und es tut einfach weh, Angehörigen und Mitbruder einen einfühlsamen Seelsorger loszulassen und den Tod zu akzeptieren. Es tut weh,
Ja zum Willen Gottes zu sein. In diesem Eingespanntsein zwischen Zweifel und Fragen und Hoffnung und Zuversicht schauen wir auf das Leben von Pater Bernd zurück. Auf das, wie wir ihn gekannt haben, wie wir ihn geschätzt haben, auf das, was wir ihm verdanken. Bernd wurde am 10. April 1950 als jüngstes von drei Kindern in Saalach im Kreis Köppingen, also im Raum Stuttgart, geboren. Unser Mitgefühl auch heute gilt den zwei älteren Geschwistern, die beide noch leben und in München bei der Beerdigung dabei sein konnten, den Neffen und Nichten und Anverwandten. Sein Leben lang war ihm die Verbundenheit mit seiner Familie und seiner Heimat ein Herzensanliegen. Nach der Grundschule in Saalach und dem Abitur, im Internat und dem Ordensgymnasium in Bad Wurzach in Oberschwaben entschied sich Pater Bernd, in das Noviziat der Salvatorianer nach Passau zu gehen. Am 11. Oktober 1970, beinahe auf den Tag genau 50 Jahre vor seinem Tod, feierte er die erste Profess auf dem Klosterberg in Passau. Corona-bedingt hatte er schon seinen Geburtstag im Frühjahr, seinen 70. Geburtstag, nicht feiern können. Und wenige Tage vor dem Tod hatte er sein goldenes Priesterjubiläum und konnte das nicht mehr bewusst erleben. 70 Jahre alt, 50 Jahre Ordensmann. Nach dem Theologiestudium in Passau und Würzburg machte er von 75 bis 76 sein Pastoraljahr und seine Diakonatszeit am Dom in St. Stephan zu Passau. Hier war seine Priesterweihe am 27. Juni 1976. Und vielleicht hat er diese Erfahrung, die Liturgie im hohen Dom mit der großen Kirchenorgel zu feiern, seine besondere Liebe vertieft zu Kirchenmusik, zur Liturgie, zu Gesang. Er hat die Kirchenmusik nicht nur geliebt. Wir alle haben, denke ich, seine schöne Stimme im festlichen Gesang immer noch im Ohr. Am 1. Dezember 1976 wurde er Pfarrer von St. Willibald in München. Später kamen die Pfarreien von Leichnam und Erscheinung des Herrn hinzu. 2011 begleitete er die Gründung des Pfarrverbandes Salvator Mundi. Hier in Berlin spricht man wohl von pastoralen Räumen. Dann, nach 18 Jahren in München mit erfolgreicher Arbeit, ich erinnere mich noch, wie wertschätzend er damals von seinen Gemeinden verabschiedet wurde, wollte er noch einmal eine neue Herausforderung annehmen, wurde dann im Jahr 2014 mit seiner Erfahrung in Pfarreiarbeit und Strukturarbeit berufen, die Pfarreien St. Karl Borromäus und Salvator zu leiten. Darüber hinaus war er Superior unserer Hausgemeinschaft in Berlin. Nichts soll dich verwirren, nichts dich erschrecken. Wer Gott hat, ihm fehlt nichts. Gott allein genügt. Das ist kein oberflächliches Wort,
das uns ein wenig aufmuntern möchte. Es ist ein Wort, das uns ermutigt, unsere ganze Existenz mit aller Freude und Trauer, mit Genuss und Bitterkeit, in freundschaftlicher Liebe dem Herrgott anzuvertrauen. Und ich bin ganz sicher, wenn Bernd heute zu uns sprechen könnte, würde er uns sagen: Ich weiß, was Kummer und Traurigkeit ist. Ich weiß, was Freude und Zuversicht ist. Darum lasst euch nicht verwirren und nicht erschrecken. Jetzt erlebe ich am eigenen Leib und mit ganzem Herzen, was ich euch verkündigt habe. Jetzt erlebe ich, wer Gott hat, dem fehlt nichts. Amen. Wir feiern das heilige Opfer für den verstorbenen Pater Bernd. Lass ihn in der Ewigkeit jetzt unverhüllt schauen, was er uns im Sakrament verborgen gereicht hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden. Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum und reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns miteinander und füreinander
und im Gedenken an Pater Bernd beten, wie Jesus der Herr uns selbst das Beten gelehrt hat. Vater unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir verabschieden uns heute von Pater Bernd und das noch in ganz frischer Erinnerung an ihn. Wir, damit meine ich seine Gemeinde St. Karl Borromäus, Vertreter und Vertreterinnen des pastoralen Raumes Charlottenburg-Wilmersdorf, alle Anwesenden, die zum heutigen Requiem erschienen sind. Noch immer unfassbar ist für uns alle, dass unser lieber Pater Bernd in der vergangenen Woche am 15. Oktober nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben ist. Liebe Angehörige von Pater Bernd, die heute leider nicht anwesend sein können, liebe salvatorianische Mitbrüder, zunächst gilt Ihnen unser aufrichtiges Mitgefühl und unsere Anteilnahme am Verlust von Pater Bernd. Dies sage ich im Namen der katholischen Kirchengemeinde St. Karl Borromäus. Heute sage ich aber auch Danke. Danke für die 6 Jahre, die Pater Bernd unsere Gemeinde in vielen Themen unterstützt und erfolgreich geleitet hat. Im Jahre 2016 konnte ich bei meiner Gratulationsrede primär aus der Erinnerung anderer berichten. Gerne erinnere ich mich hier an ein Gespräch mit Pater Bernd. Er sagte mir damals: Herr Baron, damals hatten wir uns noch gesiezt. Wenn man sich erst wenig kennt, kann man naturgemäß nicht aus eigener Erinnerung sprechen. Aber man lernt sich im Laufe der Zeit kennen, dann kann man aus eigener Erinnerung sprechen. Und ich sage Ihnen, das stimmt. Pater Hubert hat es vorhin ja auch bei den Fürbitten erwähnt, jeder hat seine ureigensten Erinnerungen. Die eigene Erinnerung macht einen natürlich auch sprachfähig, über einen Menschen zu sprechen, den man 5 Jahre lang als Mitglied der Gemeinde begleiten durfte. Meine Erinnerung heute und auch Ihre Erinnerung, liebe Anwesenden, wird uns weiter mit Pater Bernd verbinden müssen. Lieber Herr Baron, vielen, vielen Dank für diesen Nachruf, für Ihre Worte. Gelt's Gott, wie wir in Süddeutschland sagen, danke und Bernd hätte es wirklich gefallen, wie wir gefeiert haben. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er schenke euch seine Hoffnung, seine Zuversicht und seine Kraft. Amen. Das gewähre euch der eine dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und
und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Zuversicht und Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Jesus.